Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade, Part Nummer 30. Ja, hallo Bobby. Hallo, danke, dass du vorbeischaust. Ja, heute wieder nichts Neues. Dann geht es vermutlich wieder schnell heute. Wie so oft. Ach ja, Leute, schon Part 30. Also das wird noch. Ob wir irgendwann mal die 100 erreichen werden. Irgendwann mal nächstes Jahr. Hier ist heute Trainingskranspiel. Mit Hilfe dieser Softwaremarken landest du da, wo du hin möchtest. Das sind ja die Mario Party Softwaremarken. Okay, viel Spaß beim Üben. Also gut. Ich würde ja fast behaupten. Also zum einen, die Teile hier fallen runter, wenn man sie mit irgendwas anderem berührt. Also das würde sowieso klar sein. Ich habe jetzt nur gerade die Überlegung, wenn ich das hier oben runterwerfe, ob dann hier unten was fällt oder ob das einfach nur da reinfällt und man dann am Ende nichts erreicht hat. Natürlich die Frage. Wäre natürlich praktisch, wenn die beiden dann hier runterfallen würden. Aber ich denke mal nicht, dass das so einfach sein wird. Ist ja kein Eis. Aber ich werde ihn trotzdem mal runterwerfen. Einfach nur mal, um zu gucken. Oder? Ja komm, werfen ihn einfach mal runter. Na, okay. Komm, greif ihn dir. Ja, hat doch gerade gut geklappt. Das war ein bisschen schade, dass die hier nach links gelaufen sind, anstatt nach rechts. Hier hätten wir sogar wirklich mit einem Versuch alles kriegen können. Naja. Gut, dann greifen wir genau dazwischen rein. So, das dürfte eigentlich klappen. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Was war das denn jetzt? Ist es ein bisschen schräg, dass es nach rechts rollen sollte? Also das war gemein jetzt hier. Hat er wirklich gesehen? Ich meine, die Badge ist rund. Was war denn da jetzt die Blockade? Nee, nee. Aber ihr seht, wenn ihr es dann bei euch besser macht, dass ihr könnt es wirklich mit einem Versuch schaffen, sollten die nicht nach innen rollen. So, machen wir gleich noch einen Versuch. Also heute haben wir garantiert mindestens einen richtigen Versuch. Ich probiere es dann gleich nochmal mit dem oben links runterwerfen. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Solange ich halt was zum Greifen kriege. Ja. Also irgendwie bleiben die Badges hier stehen, als ob der Boden nicht glatt wäre. Hallo? Werf es mal runter, wollte gerade sagen, da oben. Also sehr komisch hier. Also die Plattform ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen drauf aufgebaut, dass man eben nicht so leicht die Sachen bekommt. Ja, und jetzt mit dem letzten Versuch noch versuchen, zwei Teile zu kriegen. Ob das klappt. Na, so habe ich es mir vorgestellt. Ach komm. Das gibt's doch nicht. Also als ob der Boden irgendwie die Badges festhält. Ich meine, ihr habt es ja selbst gesehen. Ich nehme es hier nicht nur zum Spaß auf. Ihr könnt mal sagen, ob es bei euch genauso war, dass die irgendwie ja sich nicht richtig rollen wollten, obwohl sie rund sind. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Wir haben heute viel bekommen. Das reicht sogar für zwei Versuche mit den gestern. Ja, 21, sehr schön. Na, Bobby, was hast du denn mit dem Kran gemacht hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber wenn man wirklich bedenkt, wenn man hier mit einem Versuch alle runterwerfen könnte, fünfmal hintereinander, das wäre einiges gewesen. So, dann gucken wir gleich mal, was wir heute machen. Am liebsten würde ich ja dieses eine Kranspiel fertig machen von gestern. Aber ich bin mir da jetzt unsicher, ob ich das eine greifen kann zwischendrin. Wobei wir eigentlich auch das hier spielen könnten. Ich meine, es hat ja gut geklappt. Sollen wir das spielen? Komm, wir spielen jetzt einfach mal. Dann passt es auch zum Training. Achso, jetzt klappt es natürlich wieder nicht so, wie es beim Training geklappt hat. Na komm. Ah doch, geht eigentlich. Das passt. Sehr schön. Der hier liegt jetzt eigentlich relativ gut weit links. Also wenn ich jetzt wirklich so greifen würde, dass er den dann doch nach links schieben würde, dann müsste ich es eigentlich beenden können. Dann versuchen wir es einfach mal. Oh, ist er fast schon zu früh. Seht ihr das? Als ob der da zwischen den Lücken von diesen Rillen da stehen bleiben wird. Schade. Aber gut. Wir haben ja was bekommen. Hat sich ja gelohnt. Ich wollte zwar eigentlich Mario weiterspielen, aber ich meine, die Menge der Badges, die wir hier bekommen haben, da kann man sich nicht beschweren. So, einmal Mi und Foto und Download, Shop, da Statistik, Streetpass und Optionen.
Ja, wenn es funktioniert, macht es immer Spaß, weißt du doch, Bobby. So. Ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Und dann sehen wir uns morgen um die gleiche Zeit. Ciao, ciao.